Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportblock. Diesmal wieder aus dem Taunus. In Deutschland zurück. Ich war ja mit den Jungs in Schweden. Aber hier geht es erstmal ganz smooth durch den Wald. Und dann erzähle ich ein bisschen was über Schweden. Ich war 4 Tage lang mit Bujan, Christian und Marc in Schweden. Dazu gibt es auch noch Videos natürlich. Das sogenannte Schweden-Special Shoki Banuki in Schweden. Das war jetzt zuletzt. Könnt ihr euch angucken, die Videos. Ich lach mir da einen Arsch weg, aber egal. Ja, wir waren unterwegs in Stockholm, in Gävle. War dann noch mal ein bisschen im Norden. Das heißt im Norden, nicht so richtig Norden. Also jetzt nicht Lappland oder so, weil bis dahin fährst du ja stundenlang. Nee, war ein bisschen mehr im Norden von Stockholm. Am Ende waren es so circa 250 Kilometer nördlich von Stockholm an der Küste entlang. War schon geil. Da war noch Eis. Auf dem Wasser. Auf dem Meer. Kalt war es. War eine gute Sache. Gute Tour. Und wir haben uns fast immer gut verstanden. Ja. Ich laufe jetzt erstmal meine Runde hier. Ich will heute wieder 10 Kilometer machen. Gute Stunde laufen. Und dann ist alles super. Nochmal ein paar Worte zu Schweden. Super schönes Land. Total fortschrittlich irgendwie, im Gegensatz zu Deutschland. Der Christian hat sich alle 4 Tage stetig darüber echauffiert, dass in Deutschland nicht überall 4G herrscht. Also die haben überall ordentlichen Internetanschluss oder beziehungsweise diese, ach weiß der Teufel, wie das heißt. Jedenfalls, was auch bemerkenswert war, die Leute grüßen. Die grüßen nicht überall. In der Stadt, naja, in Stockholm jetzt in der Innenstadt nicht, aber du bist halt Fremder von vornherein, ist klar, kommst mit einem Auto irgendwo da entlang, irgendwo im Norden war das zum Beispiel, da grüßen die Leute mit Handzeichen, wenn du vorbeigehst, wenn du vorbeifährst, das ist bei denen ganz normal. Kleine Kinder haben das Auto gegrüßt, habe ich noch nie erlebt. Habe ich in Deutschland noch nie erlebt und ich wohne schon ein paar Jahre in Deutschland. Krass, total freundlich die Leute, super cool alles. Das Einzige, was nicht so cool war das Bier. Puh. Naja, da erzähle ich gleich von. Ich will erstmal den Berg hochkommen hier. Das Bier. Ich bin jetzt eine gute halbe Stunde unterwegs. Läuft okay. Ich habe gemerkt, jetzt hier in den Beinen, dass die Fitness ein bisschen nachgelassen hat die Tage. Schweden war wohl doch zu anstrengend und zu ungesund. Ungesund ist das Stichwort, Bier. Pass auf. Also, ich habe in den ganzen 4 Tagen echt nicht wenig getrunken. Wir haben unterwegs Bierchen gehabt, abends in der Kneipe, zwischendrin im Hotel, schlamm mich tot. Aber ich habe in den ganzen 4 Tagen echt nicht ein leckeres Bier gehabt, wo man sagt, ey, das schmeckt gut, davon könnte ich mehr trinken. Nee, es war alles so ein Gequäle. Die haben im Supermarkt, im normalen Supermarkt, haben die so, wie nennt man das, so minderbemitteltes Bier. Also so 2,8% Alkohol oder 3,5%. Und in dem Moment, wo du das trinkst, ist es halt so eine Plörre. Das ist im Prinzip Bierschorle. Mehr ist es nicht. Und das schmeckt halt nicht gut. Auch wenn du bekannte Marken nimmst. Nee, schwedische Marken. Hör auf, was ein Käse. Naja, und dann musst du natürlich, wenn du
richtiges Bier haben willst, musst du halt entweder im Lokal was bestellen. Sauteuer. Sauteuer. 7,50 Euro für ein Bierchen. Und das nicht im Disco, sondern im Lokal. Verdammte Scheiße. Ich sag dir. Naja. Und wie gesagt, alle 4 Tage kein richtiges Bier. Wenn du ein richtiges Bier haben willst, aus dem Supermarkt sozusagen, musst du in den sogenannten Superbullanten gehen. Waren wir nicht, weil uns das dann zu viel war. Aber da musst du dann reingehen, das sind Supermärkte nur für Alkohol. Nur für Alkohol. Da stehen die Leute an den 10 Kassen und wollen Alkohol kaufen. Freitagabend haben wir. Und alle vorglühen. Das ist der Plan. Also wie gesagt, 4 Tage Bier getrunken. Vergiss es. Nicht mehr sparen können. Wenn ihr mehr über Schweden erfahren wollt, dann geht auf unsere Videos Schukiwanuki in Schweden. 4 Tage lang, heißt 4 Folgen. Da waren wir im ABBA-Museum, wir waren im Vasa-Museum, wir waren in Söderhamn, wir waren in Bönern, keine Ahnung, am Baltischen Meer. War richtig geil alles, richtig coole Angelegenheit. In Gävle natürlich ein paar Tage verbracht, insgesamt 2 Nächte. Ja, und das war schon sehr cool. Also geht auf das Video, auf die Videos, auf die kleine Staffel Schukiwanuki in Schweden. Schaut es euch an. Saulustig geworden, finde ich. Eine gute 3/4 Stunde bin ich jetzt unterwegs. Mache jetzt noch 1/4 Stunde, dann fahr ich. Ja, dann fahre ich nach Hause, genau. Laufe ich erstmal zum Auto. Jetzt hier in der Zwischenzeit. Und dann fahre ich nach Hause und alles ist gut. Da habe ich meine 1 Stunde Sport gemacht heute. Das war wichtig. Ich melde mich gleich nochmal vom Auto, wenn ich dann da bin. Viel über Schweden erfahren. Mein Tipp, fahrt nach Schweden. Echt cool. Saugeiles Land. Freundliche Leute. Scheiß Bier. Also, jetzt bin ich bei mir am Auto angekommen. Gute 1 Stunde bin ich gelaufen. Alles cool. Reicht für heute. War nicht so schlimm, weil ich bin zum Glück noch einigermaßen fit. Schweden hat mich nicht komplett zurückgeworfen. Aber reicht. 1 Stunde reicht. Ihr könnt jetzt auch Sport machen. Geht raus, macht irgendwas. Geht laufen, macht Workout. Ein paar Liegestütze, ein paar Sit-Ups. Scheißegal. Runter vom Sofa. Sport machen. Ich zähle auf euch. Sagt Cheerio, Miss Sophie. Bis zum nächsten Sportvlog.